was bisher geschah. Wir haben neue Pflegetiere bekommen, winzige Mauswiesel. Es ist das kleinste Raubtier der Welt. Bei Tierschützerin Annemarie lebt ein Kitz, das viel Pflege braucht. Ach je, warum läuft denn das nicht weg? Das ist leider blind. Die Steinmarder sind durchgebrannt, also locken wir sie mit Futter an. Jetzt warten wir mal, ob sich Seppi und Beppi noch mal zeigen. Leider sind wir eingeschlafen. Ein paar Stunden später. Wolfi. Wach auf, ich glaube, da fehlt eins, oder? Ja, da ist eins weg. Das stimmt. Oh Mann, jetzt haben wir's verpasst. Dann hat sich einer eins geholt? Wahrscheinlich. Schau mal, da bewegt sich was, oder? Ja, tatsächlich, der kommt so raus, schön. Ja. Der tut Kopf raus. Ein Lebenszeichen, wie toll. Seppi oder Beppi? Keine Ahnung. Jetzt, der will sich eins schnappen, glaube ich. Natürlich. Ja, er kommt jetzt raus. Aber er ist super vorsichtig. Ist genau, so soll es sein. Genau. Er traut sich nicht ganz raus, gell? Wunderbar. Jetzt holt er sich aber. Und gleich wieder weg. Also er sucht den Schutz. Er will das haben. Er hat natürlich Hunger, kommt raus. Aber es ist genau richtig. Also er ist schon scheu genug. Passt genau. Das heißt aber, es geht Ihnen gut. Es geht Ihnen gut, so wie es aussieht. Ja. Warte mal, da sieht man wieder irgendwas. Ja. Das ist der Kopf davon. Das könnte jetzt der andere sein, ja? Perfekt. Also ich muss zugeben, ich war ein bisschen traurig, als sie weg waren. Aber jetzt bin ich eigentlich mehr als zufrieden, weil sie sind immer noch in unserer Nähe und es geht ihnen gut und sie können sich bewegen, wie sie lustig sind. Genauso ist es richtig. Unsere Marder sind gesund und munter in der Freiheit gelandet. Besser kann es für Pflegetiere gar nicht laufen. Auf dem Tierschutzhof von Annemarie ist Action angesagt. Das blinde Rehkitz Lilo kommt heute in ein neues Gehege. Hallo, Annemarie. Ja, hi, Anna. Na, wo sind denn unsere Rehkitze hin? Von den 9 Stück sind 7 Stück ins Auswilderungsgehege gegangen. Das ist die nächste Station, um dann in die Freiheit zu kommen? Genau. Ah, und da sind aber noch 2. Ich nehme an, das eine ist unsere Blinde, die Lilo, oder? Genau. Und wer ist das andere? Das andere ist der Anderl. Der Anderl war als ganz kleines Kitz sehr pflegeintensiv und ist daher sehr an Menschen gewöhnt. Mhm. Und das wäre jetzt ein Risiko, wenn man den in die Natur entlassen würde. Mhm. Und darum geht er jetzt mit der Lilo ins Wildgehege. Wie gehen wir da jetzt vor? Wir stellen jetzt die Box da rein. Mhm. Und dann habe ich noch einen Helfer, den Guido. Und dann fangen wir die beiden Kitze ein. Du hast die Aufgabe, dass du die Tür da rum zuhältst, damit die beiden nicht drüber springen. Und sag mal, wie läuft das ab, wenn ihr die einfangt? Wahrscheinlich nicht so nehmen und rein in die Box. Das wird ein bisschen wilder, oder? Genau, da geht's ein wenig wilder zu. Okay, dann drücke ich euch die Daumen, dass alle unverletzt bleiben, die Rehkitze und ihr. Das Einfangen der Rehkitze ist eine heikle Sache und nur etwas für Profis wie Annemarie und Guido. Ich bleib lieber draußen. So ein bisschen reinspitzeln kann ich mir natürlich nicht verkneifen. Jetzt geht's rund. Uha. Lilo und Anderl schreien wie am Spieß. Okay. Der Guido hat schon eins. Klar. Die haben jetzt natürlich richtig Angst, die wissen ja nicht, was passiert. Aber ich glaube, später sind sie dann umso glücklicher, wenn sie sehen, wo sie landen. Wir haben's! Oh, Gott sei Dank. Also, mein Herz pumpt ganz schön wie wild. Meins auch. In der Transportbox sind die Kitze sicher. Für sie geht die Reise jetzt im Kofferraum weiter. Genau. Annemarie, wie geht's denen jetzt? Die haben sich ja relativ schnell beruhigt. Ist jetzt alles gut. Die decken wir jetzt zu. Und dann beruhigen sie die noch mehr. Okay. Dann auf geht's in ein neues Leben, ihr beiden. Genau. Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir das neue Zuhause.
immer so, da gehen wir seitlich. Ja, um Gott schön. Heidewitzka, sind die schwer. Das Wildgehege wurde extra für Lilo und Anderl gebaut. Hier haben sie sogar eine kleine Holzhütte als Unterschlupf. Sie sehen eigentlich ganz ruhig aus, relativ entspannt. Das heißt, wir machen jetzt das Gitter weg, machen die Decke weg und dann müssen wir hier weg, weil wir wollen ihnen ja nicht den Fluchtweg zumachen. Genau, so machen wir es. Aus Angst könnten die Kitze herausspringen, gegen die Wand laufen und sich verletzen. Vorsicht ist angesagt. Aber alles geht gut. Rührt sich nichts bisher. Nö. Die Umsiedlung hat geklappt und niemand wurde verletzt. Das ist die Hauptsache. Schon ein bisschen schade, dass sie jetzt hier nicht mal ihre Umgebung erkunden, oder? Die nehmen sie jetzt wahr durch die Witterung. Ach so. Und denke mal, dass dann gegen Abend, wenn Dämmerung einsetzt, dann werden sie langsam rauskommen und schauen, was da so los ist. Die Zeit haben wir leider nicht, um das mitzuerleben. Ich wünsche Ihnen jetzt einfach eine gute Zeit hier. Tschüss Lilo, tschüss Anderl. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Schön, dass du mit dabei warst. Geh mal. Geh mal. Für Lilo und Anderl kann das neue Leben beginnen. Zurück am Bauwagen wartet Mauswiesel Lenny auf uns. Aber wo ist seine Schwester Frieda? Ja, Leute, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, von unseren Mauswieseln Frieda und Lenny sehe ich irgendwie nur noch den Lenny. Wo sind die Frieda hin? Ja, ich denke, die ist uns entwischt. Ich denke hier, die Abstände sind wahrscheinlich für die kleine Frieda ein bisschen zu groß gewesen. Und dann ist sie uns wahrscheinlich abgehauen. Ah, so ein Frechdachs. Und wie schätzt du dann ihre Chancen ein? Oh, ganz gut eigentlich, weil ich habe sie ja draußen immer wieder, habe ihr was hingelegt. Also vielleicht war es sie, die es geholt hat. Ich denke, die bleibt in der Nähe vom Bruder. Okay. Und wie geht's dem Lenny? Ja, an Lenny geht's großartig. Der ist richtig groß geworden. Der sieht kräftig aus. Der ist ein kräftiger Rüde geworden. Das ist eigentlich schon so weit, dass man sagen kann, dauert nicht mehr lange. Der kann eigentlich in die Freiheit bald. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja. Also bald ist es soweit. Ja. Dann geben wir noch eine kleine Starthilfe und dann ist er bald. Wir können ihm noch eine Brotzeit geben, genau. Okay, Brotzeit. Mauswiesel futtern am liebsten? Na, logisch. Mäuse. Sie sind Fleischfresser. Lass es dir schmecken, Lenny. Die Futterparty geht weiter. Unser Tisch ist reich gedeckt, denn wir wollen den Simmerl anlocken oder vielleicht auch andere Eichhörnchen. Schauen wir mal, wer vorbeikommt. Wie machen wir das denn? Ja, wir pfeifen. Statt Eichhörnchen schaut ein Eichelhäher her. Und der kommt näher und haut sich die Backen voll. Eichelhäher ist ganz besonders, weil er erstens einmal Vorratshaltung anlegt auch. Das heißt, er ist für den Winter, so wie das Eichhörnchen. Das machen nicht alle Vögel. Und das andere Besondere ist, dass er die Polizei des Wolles genannt wird. Das heißt also, wenn er rätscht, so ein richtig lautes Rätschen, wenn er macht. Und es ist dann tatsächlich so, dass dann auch die Rehe hauen ab und jeder haut ab, weil die wissen, wenn der schreit, dann kann irgendwas nicht stimmen im Wald. Also der warnt die anderen Tiere, das ist aber nett. Genau, ist nett, ja. Abflug Eichelhäher. Auftritt Eichhörnchen. Schau mal, Wolfi. Rotes Fell, weißer Bauch, das kann doch nur der Simmerl sein. Ob er sich zu uns traut? Er kommt rein. Ja. Er kommt direkt neben, er ist schon. Ja. Der ist schon fast neben mir jetzt. Siehst du es? Ja. Oh nein. War direkt neben uns, hast du gesehen? Ja, ich dachte schon, dass der jetzt auf den Tisch geht. Ja, also, es war vielleicht noch einen Meter weg jetzt. Aber solange wir am Tisch sitzen, traut sich Simmerl nicht an die leckeren Nüsse ran. Dann machen wir uns mal aus dem Staub. Genau, machen wir's. Doch die Kamera läuft weiter. Kaum sind wir weg, tauchen alle auf. Die Waldmaus. Der Buntspecht.
Simmerl ist jetzt da. Und auch ein Artgenosse traut sich ran. Die Waldtiere wissen, beim Wolfi muss niemand hungern. Der Herbst ist da und der Wald verändert sich. Und auch bei den Tieren regt sich was. Vor allem beim Rotwild. Denn zu dieser Jahreszeit möchten sich die Bullen fortpflanzen und machen sich auf die Suche nach Hirschkühen. Die sogenannte Brunftzeit beginnt. Der Wolfi möchte mir dieses Spektakel zeigen und führt mich an den Rand einer großen Lichtung. Und das hier ist jetzt ein guter Platz, um sich für die Brunft zu treffen. Warum? Ja, warum sich jetzt die Rothirsche hier selber treffen, das bleibt ihr Geheimnis. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Aber warum wir jetzt hier sind, hier am Rande der Brunftarena? Weil wir halt hier ein bisschen erhöht sind. Und wenn wir Glück haben, dass einer raustritt, dass wir mir vielleicht auch ein zu Gesicht bekommen. Wie Gladiatoren treffen sich die Rothirsche in der Brunftarena und messen ihre Kräfte. Bis einer aufgibt und das Feld räumt. Solche Kämpfe sind aber nur selten zu sehen. Was wir aber mit Sicherheit mitbekommen werden, und das ist schon faszinierend genug, das sind die Schreie der Rothirsche, wenn die anfangen zu brumpfen, das Röhren. Und das können wir hier normalerweise sehr gut und vor allem aus sicherer Distanz wunderbar miterleben. Also warten wir. Und warten. Und plötzlich? Boah, ist das da. Aufgeregt, weil so wie der sich anhört, ist der echt nicht weit weg. Und ich habe das Gefühl, der kommt jeden Moment da vorne raus und auf uns zu. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass er rauskommt und wir ihn sehen können. Doch dann herrscht wieder Stille im Wald. Aber da? Du schau ja noch. Siehst du es? Nein. Da sieht man nur das Geweih. Was da rausgeht. Ja. Was ist das? Ah, jetzt kommt er da raus. Ja. Der ist aber weit weg. Der ist sehr weit weg, ja. Ich denke mal, könnte ein Sechsender sein. Sechsender, das heißt, er ist noch relativ jung, der oder? Der ist noch relativ jung, ja. Hat mit eigentlichem Brumpf wenig zu tun. Also eigentlich gar nichts. Ein Sechsender ist ein Hirsch, der am Geweih sechs Spitzen hat, die sogenannten Enden. Je älter der Hirsch, desto mehr Enden hat das Geweih. Wann darf er dann mitmischen? Ja, also die meisten, die ich so sehe, die was da richtig dabei sind, sind haben zehn Ender, die was dann wirklich was auch zu sagen haben. Ne? Also er bräuchte noch ein paar Jahre. Na gut, aber trotzdem schöner Kerl. Sehr schöner Kerl. Vielleicht kommt auch noch ein größerer, den wir so zu Gesicht bekommen. Oder vielleicht sogar ein bisschen näher. Hoffentlich, wir drücken die Daumen. Ja, drücken die Daumen, ja. Hören können wir die Großen. Und dann taucht zwischen den jungen Fichten ein Prachtkerl auf. Kommt nur das Geweih raus, jetzt sieht man. Ja. Jetzt geht er ganz langsam nach vorne. Zeigt doch, was er ein richtiger Knaller ist. Boah, jetzt ist es aber laut. Boah, also selbst auf die Entfernung sieht der riesig aus. Ja, der ist riesig. Was macht der da? Der geht immer so am Boden. Ja, er ist tatsächlich so, dass er damit noch mehr sein Revier abstaubt. Und mit dem Verfegen zeigt er halt, er ist der Allerstärkste. Mehr geschieht aber nicht. Weder taucht ein Gegner zum Kampf auf, noch eine Hirschkuh zur Paarung. Ja, trotzdem. Schön, oder? Echt toll gewesen. Ist ein besonderes Erlebnis, oder? Wahnsinn. Wow. Und zum Schluss noch ein Konzert. Ja. Falls ihr einmal im Herbst im Wald unterwegs seid, dann spitzt die Ohren. Vielleicht hört ihr auch das beeindruckende Röhren der Rothirsche.
Meine Suche nach freilebenden Wölfen führt mich wieder nach Neuschönau. Bisher konnte ich nur diese Tiere aus der Nähe bestaunen. Ui Leute, ich bin jetzt hier wieder im Tierfreigehege bei den Wölfen. Sind die nicht wunderschön? Ich bin nämlich mit Marco verabredet, der hat Neuigkeiten für mich. Ich weiß nicht genau, um was es geht, aber es kann ja eigentlich nur um Wölfe gehen. Ich bin mal gespannt. Wölfe sind sehr scheue Tiere, in der Wildnis kaum zu finden. Sogar im Gehege bleiben sie vorsichtig und äußerst aufmerksam. Wo bleibt der Marco nur? Ah, hallo Marco. Hallo Anna, wie geht's dir? Ja, super geht's mir. Ich bin schon ganz gespannt, was du mir mitgebracht hast. Ja, wir waren ja diesen Sommer fleißig und haben geschaut, was gibt's Neues von den Wölfen. Und das ist ein Ergebnis. Ja, da ist schon ein Wolf. Ist das ein neuer? Ja, das ist ein neuer. Das ist ein Jungwolf von diesem Jahr, also ein Welpe, der im Frühling geboren wurde. Das ist ein Welpe? Ja, wir sind ja jetzt schon im September und da sind die Tiere schon relativ groß. Und das ist der Nachweis, dass Papa und Mama in dem Jahr wirklich Junge bekommen haben. Wow, das sind ja super Neuigkeiten. Ja. Das heißt, das ist jetzt ein Jungtier von unseren Wölfen, die wir das letzte Mal angeschaut haben. Die wir da beobachtet haben. Und wir sind auch total erfreut, dass es mit unseren Wölfen jetzt so erfolgreich gelaufen ist. Bei einer anderen Kamerafalle ist der Welpe auch kurz aufgetaucht. Ist es nur ein Jungtier oder gibt es mehrere? Das wissen wir momentan noch nicht. Das Video ist von letzter Woche. Aha. Und auf dem Video ist wirklich nur ein Tier drauf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass er auch noch Geschwister hat. Das letzte Mal hatten wir ja 4 Welpen, die geboren wurden. Und in der Größenordnung wird das wohl jetzt auch liegen. Normalerweise bringen Wolfseltern pro Wurf zwischen 1 und 11 Jungtiere auf die Welt. Die Wolfsfamilie wird Rudel genannt. Oberste Grundregel, das Rudel muss zusammenhalten. Und so ein Rudel streift jetzt wahrscheinlich durch den bayerischen Wald. Darf ich dem vielleicht einen Namen geben? Wenn du magst. Ja, und zwar würde ich ihn gern Wolfi nennen. Ja, schön. Passt gut zu ihm, oder? Und ja. Ich glaube, der Wolfi wird sich auch drüber freuen. Genau. Ja, dann drücke ich Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass Sie hier im Bayerischen Wald eine schöne Zukunft haben. Wollen wir noch ein paar Meter zusammen gehen? Gern. In der Natur stehen Wölfe an der Spitze der Nahrungskette. Natürliche Feinde haben sie keine. Nur der Mensch kann ihnen in die Quere kommen. Und obwohl immer mehr Wölfe in die deutschen Wälder zurückkehren, bleibt ihre Zukunft ungewiss. Am Bauwagen steht wieder ein Abschied an. So, es wird Zeit für ihn, Lenny. Lass mal raus. Jetzt ist es soweit, ja. Großer Tag für ihn. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen den Käfig und tragen ihn da in den Wald. Da hat er ein bisschen Schutz. Weil da draußen ist doch ein bisschen gefährlich noch für so einen kleinen Mann. Tragen wir ihn in den Wald hinein, das Wetter passt. Und dann nehmen wir das obere Teil des Käfigs ab. Und dann schauen wir mal. Mhm. Genau. Okay. Ja. Wow. So. Mensch, Lenny, du hast aber wirklich ganz schön zugelegt. Jetzt. So, geht's? Ja. Der fetzt da rum. Ich glaube, der ist schon aufgeregt. So, dann raus mit dem Lenny. Machen wir einfach die Tür auf und dann schauen wir mal, ob er sich raustraut, oder? Magst du öffnen? Gerne. Einen Blick riskiert Lenny aus dem sicheren Versteck. Noch traut er sich nicht, der Lenny. Ne. Also helfen wir nach und vergrößern das Tor zur Freiheit. Aber Lenny mag immer noch nicht. Er braucht noch etwas Zeit. Na gut, Lenny. Dann mach's gut. Genieß die Freiheit. Jo, vierte. Der kleine Kerl macht es richtig spannend. Jetzt ist er raus.
Ein Sprung und weg. Boah, geht das schnell. Wieselflink? Ja. Jetzt wissen wir, woher das kommt. So flink wie ein Wiesel. Er hat auch ganz schnell versucht, eine Deckung aufzusuchen. Ganz normal. Und weg. Werden wir nicht mehr sehen. Wahnsinn. Ja, jetzt können wir ihm nur noch die Daumen drücken, dass er schnell irgendwie eine Höhle findet und auch viel zu futtern. Genau. Oh, zum Futtern findet er immer was, bin mir ziemlich sicher. Ansonsten und ist er erstmal gut genährt. Er hat den besten Start. Mehr konnte man nicht machen für ihn. Das ist aber das Schönste. Ich habe übrigens noch mehr gute Neuigkeiten. Ja? Und zwar gibt's tatsächlich Jungtiere bei den Wölfen im Bayerischen Wald. In Freiheit? Ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. Super. Toll, gell? Das ist toll. Also ich habe nur einen gesehen und dem habe ich auch einen Namen gegeben. Ach, du durftest dem einen Namen geben? Mhm. Und zwar habe ich ihn Wolfi. Na, ja. Ehrlich? Doch. Das ist ja speziell. Den habe ich dir gewidmet. Tom. Also der heißt Wolfi und du heißt Wolfi. Wolfi, ja. Aber irgendwo muss man uns unterscheiden. Passt gut, gell? Gut. Ja, ich werde jetzt fast ein bisschen wehmütig, weil wir müssen jetzt, glaube ich, auch langsam Abschied nehmen. Wir haben schließlich alle Pflegetiere versorgt. Stimmt. Aber es war eine schöne Zeit mit dir zusammen. Es hat mich sehr gefreut, auf alle dass Fälle. Du bei mir warst. Auch vielen Dank, dass du mir unseren wilden Wald und die wilden Bewohner näher gebracht hast. Habe ich sehr gerne gemacht, Anna. Danke. Pass auf dich auf, gell? Ja, wir laufen uns bestimmt mal wieder über den Weg. Okay. Bist jederzeit herzlich willkommen, gell? Ich komme wieder, keine Angst. Für dich, Anna. Servus. Servus. Die Anna. Noch einmal streife ich durch den Bayerischen Wald und denke zurück an die vielen tollen Erlebnisse. Alles begann mit dem Wolfi und seinen Steinmadern Seppi und Beppi. Ah, wie süß. Die zwei dösten gerade bestimmt unter dem Bauwagen. Bald kam Waldkauz Kauzi dazu, der sich toll gemausert hat. Bei Annemarie habe ich ein armes kleines Wildschwein kennengelernt. Und Lilo, ein blindes Rehkitz. Ich wusste ja gar nicht, dass die so weich sind. Immer wieder war ich auf der Suche nach freilebenden Wölfen. Mit Förster Marco haben wir Kamerafallen kontrolliert und Aufnahmen von einem Jungtier entdeckt. Wow, das sind ja super Neuigkeiten. Zuletzt sind uns Mauswiesel Lenny und Frieda in die Hände gefallen. Es ist das kleinste Raubtier der Welt. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und bei den Ausflügen im Wald konnte ich die tollsten Tiere beobachten. Sehr kleine wie die Waldmaus, größere wie den Biber und ganz große wie die Rothirsche. Schöne Rehe, lustige Eichhörnchen und viele bunte Vögel waren natürlich auch dabei. Ja, Leute, das waren sie also, meine Abenteuer im Bayerischen Wald. Ich habe viel gelernt vom Wolfi und seinen tierischen Waldbewohnern. Und ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Denn das Tollste ist doch wirklich, dass es direkt vor unserer Haustür so viel zu erleben gibt. Freilebende Wölfe habe ich leider nicht gesehen, aber irgendwo hier draußen, da streunern sie rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus. Auuuu.